Ich begrüße euch, meine Lieben, heute zur Sternzeichenlegung. Und zwar ist diese jetzt hier für die Sternzeichen Zwillinge für den Monat November 2023. Ja, die Legung wird sich so gestalten. Es gibt wie immer bei mir eine Überschrift aus dem Deck Das Krafttier von Thomas Raschke. Und dann seht ihr ja hier schon vier verschiedene Kartendecks und am Rand vier entsprechende Karten. Das heißt, für den Bereich Liebe benutze ich das Kartendeck von Patrick Scheller. Für den Bereich Beruf benutze ich das Deck Timus Lichtblick. Für den Bereich Finanzen das Epic Light Lenormand. Und für euch als Fragesteller, wie gesagt, die 29 ist immer die Karte des Fragestellers, egal welches Geschlechts ihr seid. Für euch als Fragesteller benutze ich das Kartendeck Kingdoms Knight Lenormand von Kathleen Bergmann. So, das Ganze nimmt natürlich hier fürs Mischen Zeit in Anspruch, aber ihr wisst ja, ich bin fürs Live-Mischen und werde daher für all diejenigen, denen das Mischen hier immer zu lange dauert, unten in der Infobox einen Zeitstempel reinsetzen, sodass ihr dann direkt in die Deutung gehen könnt. Ja, und ansonsten für all diejenigen, die hier während des Mischvorgangs an meiner Seite bleiben, noch der Hinweis, ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung, wie meine sonstigen Legungen auch alle. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Also nach wie vor der Hinweis, macht es nicht passend. Es wird immer mal so sein, dass es nicht passt und das ist in allgemeinen Legungen völlig normal und legitim. Also demzufolge nehmt es einfach so an und akzeptiert es auch, wenn es mal nicht so passend ist. Wobei ich hier bei den Monatslegungen immer sage, es ist sinnvoll, immer zwischendurch noch mal reinzuschauen. Wenn man so wie jetzt hier zum Beispiel sagt, na, ich guck mal nach einer Woche, was hatte sie da gesagt in der Liebe? Wow, ja, hat gestimmt. Oder auch mal nicht, ne? Aber man kann dann ganz gut eigentlich abklären zum Ende des Monats, ob es überhaupt für einen passend war oder ob man im Nachhinein sagt, nee, das war nicht meine Legung. Aber auch das wäre dann völlig normal. Wobei ich da eigentlich auch mal so ein bisschen meinen Frust loswerden möchte, während des Mischens, wo ich sagen muss, es verwundert mich schon, wenn man hier teilweise von Leuten Kommentare kriegt, wo man sagt, warum seid ihr eigentlich hier? Warum seid ihr hier bei mir auf der Seite, um mir eigentlich so einen für mich schon bösartigen Kommentar zu hinterlassen? Mit welchem Recht eigentlich? Es zwingt euch doch keiner. Ich sage nicht, ihr müsst jetzt hier sofort bei mir gucken kommen. Mir ist es egal. Ich erfreue mich wahnsinnig für diejenigen, die mir hier den Daumen hoch dalassen, die mir super nette Kommentare hinterlassen. Und besonders erfreue ich mich an denen, die das Glöckchen aktivieren und damit die Abonnentenzahlen anheben. Aber wenn dem nicht so wäre, man vergisst immer wieder, das Ganze hier, das ist mein Hobby. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Aber ich wäre und bin dann auch dankbar, wenn man das wenigstens anerkennt. Anerkennt, entweder gar nichts sagt, aber so eine negativen Sachen, die könnt ihr eigentlich dann euch sparen und einfach rausgehen. Weil ich finde, das ist so eine Missachtung der Arbeit, die hier eigentlich euch angeboten wird, kostenlos. Und es ist nicht hier die Arbeit, dass man hier mal schnell was auslegt und euch dazu die Erläuterungen abgibt. Nein, es hängt eine ganze Menge mehr dahinter. Man muss es,
überspielen, man muss es titulieren, man muss was dazu noch sagen, man muss was schreiben. Es ist mit wahnsinnigen Zeitaufwand verbunden. Und ich finde, da ist das Minimum an Anstand, dass man dann sagt, gut, das ist nicht meine Kartenlegerin, das bringt mir gar nichts, was die da erzählt, und da gehe ich nicht mehr hin. Das ist okay. Das steht jedem frei. Aber ja, für mich teilweise dumpfreche Kommentare, bin ich hier auf dem Jahrmarkt oder was ist denn das? Oder das ist völlig überflüssig in meinen Augen. Ich bin offen für jede Kritik, aber es muss konstruktive Kritik sein. Ich nehme Kritik an, wenn ihr sagt, die Legung hat mir überhaupt nicht gefallen, mach doch wieder das und das. Okay, ich will euch doch eine Freude machen. Aber das kann man, wie gesagt, auch viel, viel freundlicher und netter als bösartig. Ja, ich habe die Zeit jetzt wirklich dazu genutzt, das einfach auch mal anzusprechen. Und bitte euch, nehmt es mir nicht übel, das ist wirklich nicht böse gemeint. Und diejenigen, die das nicht betrifft, die werden es auch verstehen und mir nicht übel nehmen. Aber ich bin der Meinung, das muss auch mal gesagt werden. Denn es gibt hier einfach auch Kollegen, von denen ich weiß, dass die sich das sehr zu Herzen nehmen und einige sogar deshalb wieder aufgehört haben. Und das finde ich einfach unterirdisch, sich so zu verhalten, statt anzuerkennen, was einem hier kostenlos geboten wird. So, jetzt habe ich mich ausgetobt. Verzeiht mir, nehmt es mir nicht übel. Und wir schauen, was erwartet die Zwillinge denn im Monat November? Wow, da haben wir den kleinen Memo, den Fisch mit der Überschrift Intuition. Ja, seiner Intuition zu folgen ist ja oft ein Ratschlag, den wir aus den Karten sehr viel und sehr häufig hören. Man kann mitunter wirklich ja, seiner Intuition wirklich vertrauen. Nicht leichtgläubig, aber ich denke, es ist schon was dran. Und das Büchlein sagt, schalte deinen Kopf einfach einmal aus und höre auf den Schlag deines Herzens. Dieser Rhythmus bringt dir Träume in dein Leben und führt dich ans Ziel deiner Wünsche. Ja, manchmal ist es so, es ist nicht immer sinnvoll, nur sich vom Verstand lenken zu lassen. Dass man immer denkt, ach nee, also das ist ja nun totaler Quatsch, Nonsens. Nee, hört doch auch mal in euch rein. Hört doch mal auf das Herz. Was sagt euer Herz? Soll ich nicht? Wenn es das ist, was euch ans Ziel eurer Wünsche bringen kann, dann sollte man vielleicht auch wirklich mal aufs Herz hören. Und wir schauen mal, was die Zwillinggeborenen hier im November erwartet. Ja, das wird abwechslungsreich in der Liebe. Wir haben hier so alles so ein bisschen verhangen. Sehr unklar. Die Sehnsucht nach Glück und Erfolg, die ist da. Aber es bauen sich unheimlich viele Blockaden und Hindernisse auf. Das heißt, vielleicht solltest du auch in diesem Bereich mal mehr aufs Herz hören. Vielleicht bist du zu sehr Verstandesmensch, dass du überall Blockaden und Hindernisse siehst, dass du alles hinter dunklen Wolken siehst und nicht erkennst, dass hier vielleicht Glück und Erfolg auf dich warten. Höre einfach auch mal mehr aufs Herz. Nicht immer der Verstand ist die richtige Antwort. Denn hier würde, wenn du dem folgst und einfach mal deinem Herzen folgst, es würde hier ein Neuanfang auf dich zukommen. Das heißt, es würde sich in der Liebe eine wunderbare Veränderung zeigen,
die zu einem Neuanfang führt. Man muss jetzt immer dazu sagen, die Liebe ist breit gefächert. Man redet bei der Liebe nicht immer nur von der partnerschaftlichen Liebe. Die Liebe kann viele Dinge bewegen. Das können auch einfach Situationen sein, die man liebt. Das können ja bestimmte Dinge, bestimmte Menschen sein, die man liebt. Und irgendwo zeigt sich hier bei den Zwillinggeborenen, dass man da sehr blockiert ist, dass man immer irgendwo so, ja, es ist alles nicht greifbar. Dabei wartet hier das Glück und der Erfolg für einen wunderbaren Neuanfang. Ihr müsst es nur erkennen und zulassen. Das heißt, ihr müsst einfach mal aufs Herz hören, den Verstand mal hinten anstehen lassen, sich sagen, meine Güte, was soll denn schief gehen? Ich gehe jetzt auf den oder die Gruppe zu, ich gehe auf den oder die Person zu, was auch immer für dich mit dem Begriff Liebe verbunden ist. Wage es einfach. Es wartet Glück und Erfolg. Und was haben wir für die Zwillinge im Berufsbereich? Da haben wir die Sonne, da haben wir den Hund und da haben wir den Bauch. Sehr schön. Im Berufsbereich erwartet die Zwillinge Glück und Erfolg. Ihr habt hier treue, loyale Freunde, Menschen an eurer Seite im Berufsumfeld. Und hier ist etwas am Wachsen. Eine Veränderung ist hier am Wachsen. Es kommt zur Erneuerung. Wir sehen den Bauch, der hier wie in einer Schwangerschaft dargestellt ist, kurz vor der Entbindung, kurz vor der Geburt. Es ist etwas, was hier neu geboren wird im Berufsbereich für die Zwillinge. Es ist etwas Neues auf dem Weg zu euch, was euch Glück und Erfolg verheißt. Und das Ganze ist vom Schicksal bestimmt. Das heißt, hier wird es zu schicksalhaften Veränderungen kommen im Berufsbereich, die euch wirklich glücklich machen werden, die euch Erfolg bringen und die jetzt kurz vor der Entstehung sind. Das heißt, für diejenigen, die jetzt sagen, ich bin gar nicht mehr im Beruf, für diejenigen muss man die Berufskarte immer als etwas sehen, was einem Freude bereitet. Also das kann auch ein Hobby sein für diejenigen, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen. Der Gedanke, dass man hier vielleicht Pläne hat, dass man sagt, wow, das will ich unbedingt umsetzen, kurz davor, mit Menschen, die dir nahestehen, mit Freunden vielleicht, gemeinsam, bringt auch dir Glück und Erfolg. Und auch das ist schicksalhaft gelenkt. Das heißt, hier wartet etwas, egal ob du im Berufsleben stehst oder im Privatbereich, es wartet hier eine schicksalhafte Veränderung, die hier kommt, die auf dich zukommt, die unterstützt und begleitet ist von Menschen, die dir wohlgesonnen sind und die dir verhelfen, zu Glück und Erfolg zu kommen. Also schaue in den Monat November voller Elan, voller positiver Gedanken und folge deiner Intuition. Vertraue deiner Intuition und wir schauen, was sich hier im finanziellen Bereich zeigt. Da haben wir das Herz, da haben wir die Ruten und da haben wir den Bären. Im finanziellen Bereich habt ihr noch einiges, wo man sagen muss, ja, ihr müsst so ein paar Dinge noch ordnen. Die Ruten ist immer so, man kehrt etwas raus, man will etwas loswerden. Vielleicht auch in Diskussionen noch, in Gesprächen. Aber im finanziellen Bereich eröffnen sich dann für euch auch Herzenswünsche. Das heißt, ihr könnt Herzens,
Dinge, Herzenswünsche, die ihr im Finanziellen habt, in irgendeiner Art, vielleicht eine Neuanschaffung für irgendetwas, wo euer Herz schon lange schlägt, wo ihr euch das schon lange erträumt habt. Das wird im November möglich werden, aber ihr müsst dazu Dinge, die euch stören oder die euch daran hindern, die müsst ihr rauskehren. Ihr müsst nach vorne schauen. Ihr habt doch Kraft. Ihr habt Kraft und Power. Also folgt euren Herzenswünschen und macht alles Negative. Schiebt es raus. Schiebt es weg von euch. Denn hier wartet auch im finanziellen Bereich, hier wartet ein neuer Kreislauf. Hier setzt sich ein neuer Kreislauf in Gang mit dem Ring. Es kann für viele auch mit Verträgen und Beschlüssen unterstrichen werden. Es ist auf jeden Fall eine positive Zeit, auch hier im finanziellen Bereich seiner Intuition zu vertrauen. Und wir schauen mal für dich als Fragesteller. Da haben wir, genau das zeichnet sich hier alles noch einmal ab. Wir haben hier bei dir direkt, dass dich einfach ja viele Dinge belasten und stören. Du musst einfach das Gespräch suchen. Du musst deinen Frust, den man hier auch sieht, dieses, was dich stört, du musst darüber sprechen. Du musst alles aussprechen, was dich im Moment belastet. Denn das, nur allein das, wird dich wieder in die Gesundung bringen. Das heißt, nur so kannst du einfach wieder positiv nach vorne schauen. Du bist hier belastet. Für viele zeichnet sich hier die Schlange, ist auch ein Symbol aus dem Medizinischen. Man sagt, sie zeichnet sich auch für Gesundung ab. Für mich ist es so, dass diese Gesundung für dich eigentlich bereit liegt, aber du musst Negatives zur Sprache bringen. Nicht in dich reinfressen, nicht für dich behalten, sondern darüber reden und rauskehren. Das heißt, zu einem Resultat finden. Zu einem Resultat finden, was dir wieder zur Gesundung verhilft. Und du hast die Unterstützung von treuen und loyalen Freunden an deiner Seite. Das heißt, du bist nicht allein. Du kannst alles erreichen. Schau positiv nach vorne, vertraue darauf und folge deiner Intuition. Ich wünsche den lieben Zwillingen einen fantastischen Monat November. Freue mich, wenn ihr euch mal dazu äußert, ob euch diese Legungsart der Monatslegung oder die vorherige besser gefällt. Weil es ist mir schon wichtig zu wissen, was euch anspricht, weil es ist, wie ich vorhin schon sagte, es ist einfach Zeitaufwand, aber da möchte ich, dass dann das Resultat auch so ist, dass ihr es mit Freude entgegennehmen könnt. In diesem Sinne, einen fantastischen November und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch, bis bald!